Gute liebe Leute, willkommen zurück zu Mobility mit Coach Dennis. Heute Thema Schultern. Nachdem wir letzte Woche uns ja einer Ganzkörperroutine gewidmet haben, nehmen wir heute mal wieder ein Gelenk bzw. ein Körperteil in den Fokus und das sind unsere Schultern. Wir machen insgesamt 3 Runden davon und haben eine ganze Palette an Übungen. 1 Minute Box Shoulder Stretch, der gute alte Box Shoulder Stretch. Damit geht's los. Das heißt, nimm dir einen Hocker, einen Stuhl, dein Bett, eine Couch. Funktioniert alles wunderbar. Die Hände kommen oben drauf. Und wenn du es richtig schön machen willst, setzen wir die Handkanten auf, Daumen zeigen nach oben. Das heißt, wir haben eine leichte Außenrotation bzw. eigentlich eine neutrale Schulterposition. Von hier drücken wir jetzt den Brustkorb Richtung Boden durch. Schau, dass die Arme schön gestreckt sind und wir auch die Schultern in eine Streckung bringen. Und dann eben nach unten schön tief durchtauchen. Wer Videos bei mir schon mal geguckt hat, hier wieder der Hinweis, Atmung nutzen. Das heißt, Einatmung Länge schaffen, Ausatmung weiter in den Stretch. 1 Minute wirklich mit der Atmung tiefer in den Stretch reinarbeiten. Immer Einatmung, Länge schaffen, Ausatmung, weiter in den Stretch. Danach haben wir den Lying Shoulder Stretch. Wer öfter dabei ist, kennt den auch schon. Ich zeige ihn trotzdem nochmal. Wir kommen in eine Bauchlage. Ein Arm ist auf Schulterhöhe, 90 Grad Winkel in der Schulter aufgesetzt. Und dann drehen wir uns in den Stretch rein. Ja, also je weiter ich mich hier drehe, logischerweise, desto mehr Stretch bekomme ich auf die Schulter. Ihr müsst dann gucken, je nachdem, wie ich mich gedreht und vorher gelegt habe, kann sein, dass der Winkel nicht mehr ganz 90 Grad ist. Schaut, dass ihr da heute wirklich bei 90 Grad landet. Auch wieder so weit in die Drehung wie möglich. Einatmung Länge schaffen, Ausatmung weiter in den Stretch. Jede Seite einmal 1 Minute. Danach Reverse Bench. Hier geht's in die Rückenlage. Wir starten ähnlich wie in der Crab. Fingerspitzen zeigen nach hinten, Hände sind schulterbreit, Füße hüftbreit und das Becken ungefähr so dazwischen. Achtet immer drauf, erst aktivieren wir die Schultern, das heißt die Schultern gehen nach hinten unten. Und dann bringen wir das Becken hoch. Brust raus, soweit es geht in der Position. Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule. Und wenn du es schaffst, hältst du das 1 Minute wirklich in der Position. Da fallen dann gern mal die Schultern ein und man rollt so ein bisschen ein. Achte darauf, dass die Schultern hinten unten bleiben und das Becken wirklich schön oben, dass du einen ordentlichen Stretch auf die Brust, auf die Schulter bekommst. Es kann auch mal sein, dass es so ein bisschen anfängt zu kribbeln in den Armen und in den Fingern. Das ist erstmal nicht so schlimm, solange du das nicht stundenlang hältst. Das ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass deine Schulter vorne relativ dicht ist und dann die Nerven irgendwann einfach anfangen, ein bisschen zu kribbeln. Ja, das wird mit der Zeit aber besser, also keine Angst. Ruhig weitermachen die Übung. Danach 20 Sword Puller. Auch die kennt ihr schon, wenn ihr öfter dabei wart. Ich mache die immer gerne kniend. Länge schaffen in der Wirbelsäule, das heißt, wir ziehen uns in der Krone lang. Kopf ist neutral, Schultern sind neutral. Eine Hand hinter den Hinterkopf, eine hinter den unteren Rücken. Hände weit rüberschieben, Seite wechseln, weit rüberschieben, Seite wechseln. Ja, und hier mit jeder Wiederholung wirklich so weit rüber. Also wenn du es schaffst, dass du hier auf der anderen Seite winken kannst oder noch weiter, ist super, ohne mit der Wirbelsäule irgendwie auszuweichen und irgendwelche Faxen zu machen. Genauso unten. Ja, wenn du es schaffst, dass die Hand auf der anderen Seite durchkommt, hast du eine super Schultermobilität. Achte darauf, dass die Hand auch möglichst weit weg vom Körper kommt, also ihr wirklich so weit hinter dem Körper arbeitet und die vorher gewonnene Mobilität in der Schulter nutzt und hier nochmal ein bisschen mehr Mobilität, aber vor allem auch Stabilität in dieser neu gewonnenen Position findet. Und dann zum Abschluss machen wir Scapular Push-Ups. Wer das Programming fleißig verfolgt, ja, und für die Push-Ups arbeitet, kennt die wahrscheinlich auch schon. Wir machen sie heute aber ein bisschen leichter aus der Bankposition. Das heißt, wir starten in der Bank, Knie unter den Hüften, Hände unter den Schultern,
aber aktiv. Das heißt, hier kommen jetzt die Knie hoch, sodass wir ein bisschen arbeiten müssen. Und dann arbeiten wir hier nur aus den Schultern. Das heißt, die Schulterblätter ziehen hinten zusammen, wir sinken ein und dann drücken wir aus den Schultern wieder raus und so weit weg wie möglich. Hier haben wir ein bisschen Zeit und können auf die Position ein bisschen näher eingehen. Das gilt eigentlich bei allen Push-Bewegungen und bei allen Liegestütz-Varianten. Ganz, ganz wichtig. Neutrale Wirbelsäule, das heißt, wenn wir hier in der Position sind, achte ich zuerst darauf, dass meine Wirbelsäule gerade ist. Am Kopf angefangen bis zum Becken. Ja, also hier eine schöne mittlere Position finden, Bauch fest, Po fest, Hände sind eben unter den Schultern, Finger zeigen nach vorne. Da sieht man auch ganz viele, die die Hände irgendwie eindrehen, nach innen oder nach außen. Wenn ihr die Hände neutral habt, also die Finger nach vorne zeigen, ist die Schulter immer in einer schönen Position, wo ich immer noch Drehmoment aufbauen kann, um die Schulter zu stabilisieren. Ja, das heißt, je weiter außen das ist, desto weniger Möglichkeit habe ich, Drehmoment aufzubauen. Aber sie sind eben auch nicht innen rotiert, wo ich in eine schlechte Schulterhaltung falle. Das heißt, Finger nach oben oder minimal nach außen eigentlich, wie deine Fußposition auch ist, wenn du einen Squat machst, ist genau das gleiche für die Handposition beim Push-Up. Hier dann Drehmoment aufbauen, das heißt, ich drehe, verschraube meine Arme in den Boden und die Schultern sind am Anfang natürlich dann auch stabil. Sobald ich in der Position bin, arbeite ich dann dynamisch aus den Schulterblättern. Wichtig ist aber, dass dieses Drehmoment, also das Verschrauben der Hände in den Boden, weiter aufrecht bleibt. Damit sind wir auch schon wieder durch. Wie gesagt, 3 Runden heute. Da es ja Mobility ist, nimm dir wirklich Zeit, trink was zwischendrin und dann ganz viel Spaß mit der Routine und ihr wisst, wir sehen uns wie immer nächste Woche. Bleibt fit, macht's gut.